Woher soll die Energie für Ihr Haus kommen? Darum geht es gleich im Video. Woher soll die Energie für Ihr Haus kommen? Ja, da muss man erstmal grob unterscheiden, was sind denn die Kriterien, nach denen Sie das überhaupt entscheiden. Das ist natürlich auf der einen Seite ein ökologischer Aspekt und auf der anderen Seite natürlich ein ökonomischer Aspekt. Da sind alle Menschen unterschiedlich. Die Geldbeutel sind verschieden groß und die Einstellungen zum Thema Ökologie auch sehr unterschiedlich. Manchmal schränken uns einfach auch die finanziellen Möglichkeiten ein, dass wir das, was wir eigentlich aus ökologischer Sicht haben wollen, nicht verwirklichen können. Woher soll die Energie kommen? Ja, es gibt so zwei große Hauptthemen. Das eine ist das Heizen. Und das andere ist Strom, was natürlich auch miteinander zusammengehört. Strom. Das Thema Photovoltaik ist heute Standard. Ja, die meisten Gebäude haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, wenn sie von der Dachausrichtung her entsprechend ausgerichtet sind und dass es sich auch lohnt. Ja, auch da ist die Technik in ständiger Verbesserung. Es wird ständig effizienter und noch besser. Vor allem, was momentan aktuell ist, ist das Thema Speicherung elektrischer Energie. Wie kann ich die elektrische Energie speichern, die ich tagsüber sammle und dann doch nachts viel mehr brauche? Ja, für viele Menschen und für viele Kunden von uns ist auch das Thema Autarkheit ganz, ganz wichtig. Ja, die möchten energieautark sein, weil viele befürchten, dass die Rohstoffpreise enorm in die Höhe gehen die nächsten Jahre und möchten da an der Stelle vorsorgen. Und im Neubau kann man da doch sehr viel schon herrichten. Also Solarstrom ist überhaupt kein Thema. Dann das nächste Thema ist Heizen. Wie möchten Sie heizen? Da geht es natürlich darum, welchen Rohstoff möchten Sie verwenden. Öl, Gas oder Pellets, ist Ihnen was Nachwachsendes wichtig oder ist Ihnen das nur wichtig, dass es erstmal beim Einbauen günstig ist? Natürlich bekommen Sie eine Gastherme viel günstiger als eine Pelletheizung. Und die große Herausforderung an der Stelle ist, dass wir heute Gebäude bauen nach Energieeinsparungsverordnung, die schon so wenig Energie brauchen von vornherein, dass eine Amortisation sehr, sehr schwierig ist bei einer teuren Investition in die Heizung. Weil sie eben wenig Energie verbrauchen von vornherein. Und jedes Kilowatt, die sie sowieso nicht brauchen, daran können sie dann auch nichts sparen. Beziehungsweise in die Amortisation reintun. Da müssen Sie sich überlegen, was für eine Haltung haben Sie dazu. Wenn Sie zum Beispiel Pellet brauchen, brauchen Sie auch mehr Platz. Sie brauchen ein Pelletlager. Bei Gas geht natürlich nur, wenn es tatsächlich auch im Ort liegt. Sonst brauchen Sie auch dafür wieder einen extra Tank, ein extra Lager. So gibt es in dem sehr komplexen Thema natürlich ganz viele Kriterien, die berücksichtigt werden müssen. Für Sie ist wichtig, dass Sie sagen, ja, mir ist Ökologie wichtig oder mir ist es nicht so wichtig. Ja, ich habe ein gewisses Budget und da muss das Ganze reingehen. Ganz am Ende beeinflusst es natürlich auch noch die Bauweise. Wie viel Dämmung brauche ich denn? Und wenn ich einen ökologischen Aspekt habe und dann einen Massivbau baue und den mit Polystyrol einpacke, dann ist natürlich die Frage nach der Ökologie auch gestellt. Da braucht es dann Gesamtkonzepte, die in Ihr ökologischen Anspruch hineinpassen. Ja. Und es geht eben nicht nur um die Heizung, es geht nicht nur um die Stromgewinnung, sondern es geht dann immer ums Gesamte. Ja, ganz am Ende geht es sogar in den Entwurf hinein. Ja, wenn Sie ein einfaches Gebäude haben mit klarer Ausrichtung, was die Sonneneinstrahlung, die solaren Zugewinne angeht und so weiter und so fort, richten Sie schon beim Entwurf sich nach Ihren energetischen Anforderungen. Das ist auch ganz wichtig für Sie, dass Sie das wissen. So, Sie haben gesehen, dass es ein sehr komplexes Thema ist, deswegen muss man da sich erstmal so grundsätzlich überlegen, wo man hin will, dass Sie dann mit Ihrem Planer Stück für Stück sich an der Stelle entlanghangeln können. Es gibt natürlich noch eine ganze Latte von weiteren Energieträgern. Das Thema Wärmepumpe möchte ich noch kurz ansprechen. Das Wärmepumpe lässt sich am einfachsten damit erklären, indem Sie sagen, das ist wie ein Kühlschrank, der funktioniert nur umgekehrt. Ja? Auch in Ihrem Kühlschrank ist sowas Ähnliches wie eine kleine Wärmepumpe drin, die Kälte produziert und hinten Wärme abgibt. Und bei der Wärmepumpe läuft es dann umgekehrt, dass die Wärme, die abgegeben wird, sozusagen in Ihrem Haus landet.
Die Wärmepumpe nimmt aus der Umgebung, zum Beispiel aus der Luft oder aus dem Grundwasser oder wenn Sie einen Bach in der Nähe haben, solche Dinge sind alle möglich, entzieht es dort die Wärme und gibt die Wärme in Ihrem Haus ab. Die Wärmepumpe läuft mit Strom. Inzwischen haben diese Wärmepumpen einen sehr hohen Wirkungsgrad, auch eine hohe Lebensdauer und schaffen sehr effizient. Wenn Sie dann noch Solarenergie auf dem Dach haben, sprich aus dem eigenen Strom diese Wärmepumpe speisen, kann das durchaus eine sehr, sehr effiziente und sehr wirtschaftliche Geschichte sein. Auch da kommt es eben auf ganz, ganz viele Kriterien drauf an. Ohne Fachberater geht es an der Stelle nicht. Das heißt, Sie brauchen einen Fachingenieur oder eine Fachfirma, die Sie wirklich gut damit auskennt, die solche Dinge einfach öfters macht und die da Erfahrung hat. Da ist oft der Architekt auch am Ende seines Lateins, wenn es ins Detail geht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrem energetischen Konzept. Dankeschön.